Flugausfall, Bahnausfall oder die Reifenpanne im Auto. Mit der Folge, man kommt zu spät zur Arbeit, man muss den Chef informieren, dass man nicht pünktlich erscheint. Was passiert? Abmahnung, Kündigung, habe ich einen Vergütungsanspruch? Darf der Chef mir zwangsweise einen Urlaubstag dafür in Rechnung stellen? Schauen wir uns mal an, was hier passiert. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder reinklickt bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Stefan Glaser, ich bin Partner der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und zugleich Fachanwalt im Arbeitsrecht. Ich komme auch gerade eben aus dem Urlaub wieder und ihr kennt das vielleicht, man freut sich, der Urlaub ist hervorragend verlaufen, die Kinder haben noch nicht mal allzu sehr genervt und man kommt zurück und stellt auf einmal fest, der Flug fällt aus, der Flug hat eine Verspätung, der Zug fährt nicht pünktlich oder hat sogar einen Komplettausfall, ich stehe im Stau oder die Reifenpanne mit der Folge, ich komme nicht pünktlich zur Arbeit. Was mache ich? Was kann mir passieren? Ein kniffliges Thema, weil das teilweise auch zu Kündigungsschutzverfahren führt. Das bedeutet, dass dort auch schon mal der Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht. Und wir wollen uns nur mal kurz anschauen, wie sollte man sich verhalten und was kann einem passieren. Grundsätzlich ist es so, das denke ich, dürfte jetzt keinen verwundern, sollte man schnellstmöglich, nachdem man von dem Umstand erfährt, dass zum Beispiel der Flug Verspätung hat oder welcher Umstand auch immer, den Arbeitgeber per Telefon, ich rate immer zu E-Mail oder einem Fax informieren, damit man im Nachgang auch die Möglichkeit hat zu beweisen, dass man ihn informiert hat, weil an Telefonate können sich komischerweise, oh Wunder, manchmal die Leute im Gerichtsverfahren nicht mehr erinnern und da ist man als Arbeitnehmer immer beweispflichtig zu sagen, man hat informiert. Das bedeutet, hier vielleicht auch noch einen Kollegen oder von der Personalabteilung jemanden in CC zu setzen und informieren, dass es hier leider nicht zu einer pünktlichen Rückkehr aus dem Urlaub kommen kann, weil, dann eine kurze Begründung anbei. Dann ist es so, sollte man schnellstmöglich nach Rückkehr natürlich die Arbeit aufnehmen und der Arbeitgeber darf eigentlich grundsätzlich nicht, das erleben wir häufig und sagt, pass auf, du hast jetzt 2 Tage gefehlt, dafür zwingen wir dich, 2 Tage Urlaub zu nehmen. Das kann man natürlich akzeptieren, um nicht das Betriebsklima zu gefährden, aber rechtlich gesehen darf der Arbeitgeber nicht einem Arbeitnehmer einen Urlaub aufzwingen und sagen, jetzt hast du 2 Urlaubstage zu nehmen. Geht nicht. Auf der anderen Seite ist es auch so, der Arbeitnehmer hat in seiner Abwesenheit, die er flugbedingt oder verspätungsbedingt nicht wahrnehmen konnte oder nicht leisten konnte, auch keinen Vergütungsanspruch. Er darf also auch nicht hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe trotzdem hier arbeitsvertraglich einen Vergütungsanspruch. Das geht natürlich auch nicht. Was ist mit viel wichtiger Abmahnung, Kündigung? Abmahnung und Kündigung hängt immer vom Einzelfall ab. Das bedeutet, ihr müsst überlegen, welche Umstände lagen vor? Waren die für euch planbar? Heißt zum Beispiel, fahrt ihr mit einem PKW? Hatten wir wirklich mal vor Gericht. Da ist jemand mit einer alten Klapperkiste vorgefahren. Da bestand auch kein TÜV mehr sogar drauf. Und dann hat sich im Nachgang herausgestellt, bei der Beweisaufnahme vor Gericht, dass er durchaus damit hätte rechnen können, dass dieser PKW nicht mehr entstanden ist. Da war irgendwie der Mandant war in Kroatien. Und wir haben den Arbeitgeber vertreten und da stellte sich heraus, das war keine Überraschung für das Gericht, dass derjenige zu spät kommen würde, weil er durchaus damit hätte rechnen können. Es war ihm zumutbar, sich da im Vorfeld drum zu bemühen, dass er einen verkehrstauglichen PKW hatte und dann ging die Kündigung sogar durch. Ihr seht dabei, es kommt also immer auf den Einzelfall an. Auch bei der Abmahnung sind bereits im Vorfeld viele Abmahnungen gelaufen, die wegen einer verspäteten Urlaubsrückkehr erfolgt sind oder verspätet zur Arbeitsaufnahme. Kann das durchaus auch sein, dass hier eine Abmahnung gerechtfertigt ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, eine fristlose Kündigung, wenn im Vorfeld keine klassischen Abmahnungen verhaltensbedingt wegen zu spät kommen vorhanden sind, ist wirklich nur schwer für einen Arbeitgeber vor Gericht zu realisieren. Ob er sie natürlich ausspricht, steht auf dem anderen Blatt, aber wenn sie dann sodann im Zuge der Kündigungsschutzklage vor Gericht überprüft wird, kippen die meisten fristlosen Kündigungen zurück oder beziehungsweise um. Insofern hoffe ich, ihr hattet einen schönen Urlaub und ihr kommt nicht in die Bredouille oder seid nicht in die Bredouille gekommen, dass ihr zu spät zur Arbeit aufgeschlagen seid. Solltet ihr noch Fragen haben, nutzt unser Kontaktformular, freuen uns immer auf Rückmeldungen. Wir versuchen uns schnellstmöglich zurückzumelden mit dem einen oder anderen schnellen Kommentar und freuen uns aufs nächste Video. Tschüss!